zur französischen Rallye-Meisterschaft und dem achten Lauf von deren 10, die Rallye rund um Antibes. Die offiziellen Werksteams von Peugeot und Renault sind nicht dabei. Titelverteidiger Gilles Panizzi hofft also auf starke Konkurrenz, dass sie sich gegenseitig zu Tode hetzen. Der fliegende Citroën Saxi Kitka von Patrick Margaux sicherlich einer der Titelanwärter. Und Margaux liegt ja auf Platz 2 hinter Vorjahresmeister Gilles Panizzi, auch im Zwischenklassement der Wertung. Privat eingesetzt der Renault Mégane von Sylvain Polo, der zweifache französische Rallye-Champion der zweiten Division. Und auch Ex-Rallye-Europameister Pierre-César Baroni im Escort Kitka hofft auf gute Zeiten und einen möglichen Sieg. Ja, der kleine Kitka, der fliegt wirklich. Und Margaux holte sich gleich zu Beginn einige Sonderprüfungsbestzeiten bei strahlendem Sommerhimmel hier auf den Seealpen. Prüfung der Côte d'Azur. Sylvain Polo mit der 1, also als höchst gewerteter Fahrer in diesen Lauf hineingegangen. Bei noch zwei ausstehenden Rennen Anfang November am 7. bis 9.11. die Cheven Rally und dann das große Finale am 28. bis 30. November und spätestens dann bei der Rallye Luba, wenn wir wissen, wer französischer Meister wird. Pierre-César Baroni kann das nicht mehr werden, aber er möchte seinen World Rally Kit Car, seinen Escort richtig abstimmen und er hat eine Menge Probleme. In dieser Rallye, insofern dieser Trainingseinsatz für ihn offenbar sehr sinnvoll. Es gab Schwierigkeiten, zunächst mal mit dem Handling, dann haben sie einen gebrochenen Stabi gefunden, dann wurden diverse Fahrwerksteile ausgetauscht und endlich diagnostizierte man ein fehlerhaft arbeitendes Differential, das getauscht wurde, aber da war der Zug an der Spitze bereits abgefahren. Und dort macht natürlich andere die Pace, allen voran Sylvain Polo mit dem erfahrenen Co-Piloten Gilles Timonier, der ja auch schon sehr, sehr viel WM-Rallyes gefahren ist. Sie hatten kleine Veränderungen vornehmen lassen, auch an der Abstimmung des Renault Mégane und flogen nun von Bestzeit zu Bestzeit. Natürlich gab es dann auch einen Leistungsnachteil des kleinen Kitcars von Citroën, des Saxo von Patrick Margaux. Der aber auch mit einem zweiten Platz die Führung der Meisterschaft wird übernehmen können, in Abwesenheit, wie gesagt, der Werksteams von Renault und Peugeot. Da haben wir die 5, Pierre-César Baroni. Das ist schon zu viel Zeitverlust, aber am Ende Platz 3 für ihn nach einer harten Rallye. War, glaube ich, ein guter Einsatz, der ihm und dem Team enorm geholfen hat. Die haben mächtig viel gelernt hier bei der Antibes Rallye. Der Monegasse Franck Philippe im Ford Escort Cosworth auf dem Weg zum vierten Platz überholte kurz vor Schluss Jean-Baptiste Serpaggi im Peugeot 106 Maxi. Philips und dann eben Serpaggi im Auto mit der 11, die trennten am Ende sogar wirklich nur 11 Sekunden. Tolle Leistung also des fliegenden Italieners. Platz 5 bei der allerersten Teilnahme bei dieser Rallye. Und so kommen wir dann zum letzten, zum Abschlusstag. Pascal Emanuelli mit dem Gruppe N Clio Williams, der 41, auf Platz 2 am Ende in der Kategorie der seriennahen Fahrzeuge. Hinter dem Italiener, hinter Luciano Ghisinardi, trotz dieses kurzen Ausrutschs. Also Platz 2, Pascal Emanuelli 2. und dann Eddy Mercier auf Platz 3. Und Ghisinardi am Ende 6. in der Gesamtwertung, 18,5 Minuten hinter dem Sieger der Gesamtwertung. 3. in der Gesamtwertung, 3. im Ziel, wir haben es schon gesagt, Pierre-César Baroni. Da trennen doch schon Lichtjahre, nämlich 5 Minuten ihn, den Ex-Europameister im Escort, vor dem Sieger dieser 32. Antibes Rallye. Sylvain Polo auf dem Weg zum Sieg und guter Zweiter Patrick Margaux mit Michel Perrin im Saxo Kitka. Und damit übernehmen sie die Führung in der Meisterschaft mit nun 200 Punkten. Da sind wir unterwegs mit Margaux und wir hören die Stimme von Co-Pilot Michel Perrin, auch er ja schon Wüsten erfahren und Rallye erfahren. Erstaunlich, was die kleinen Citroën Kitkas inzwischen zu leisten imstande sind. Citroën wird sich im nächsten Jahr ja dann ganz auf die französische Meisterschaft konzentrieren und mit mindestens 2 Werkswagen kommen. Und da werden dann wohl auch die Renault-Teams, die Werksteams und die Peugeot-Teams nicht einfach nur kampflos zuschauen. Sylvain Polo holte sich einen leichten, lockeren Sieg bei der Antibes, er holt 15 Bestzeiten in 20 WPs. Großartiges Comeback für ihn. Ein Sieg, der sicherlich sehr, sehr süß geschmeckt hat. Patrick Margaux führt nun in der Meisterschaft vor den beiden letzten Läufen der Cheven und der Rallye du Var mit 200 Punkten vor Titelverteidiger Gilles Panizzi mit 147 Punkten und Philipp Pugalski mit 116.
Barroso,